Und es bimmelt und es bimmelt und es bimmelt. Und das ist gut so, denn man will ja schön einen nach dem anderen rausziehen. Und hier lübt es tatsächlich ganz gut. Jetzt habe ich hier schön ausgiebig rumprobiert. Und jetzt gucken wir mal, was denn hier so geht. Naja, F1 Karpfen geht. Also der Hybridkarpfen zwischen Schuppi und zwischen Karausche. Das Dingen läuft ganz gut und der Phoenix hatte das schon vor ein paar Tagen im Discord geschrieben und hat das ausführlich beschrieben, das Ganze hier, den Spot hier komplett auf den F1. Und der läuft tatsächlich ganz gut. Also ich habe jetzt gestern Abend ein bisschen rumprobiert. Wir hatten ja gestern Wetterwechsel. Das heißt, wir haben mal wieder eine komplette Warmfront. Und da ist dann natürlich immer die Frage, wenn so ein Spot bei normalem Wetter lief, läuft das überhaupt noch bei Warmwetter? Und ja, es läuft noch. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Ich habe jetzt die ganze Zeit auch noch ein bisschen rumgetüttelt. Wie könnte man das vielleicht noch ein bisschen optimieren? Wie kriegen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Gewicht rein? Und wie kriegen wir die ganzen ollen Beifänge raus? Und im Moment muss ich sagen, bin ich schon ganz zufrieden. Es sind natürlich immer noch mal Karauschen und Giebel mit dabei. Es sind mal irgendwie ein paar Karpfen mit dabei. Aber im Großen und Ganzen ist das hier jetzt schon sehr, sehr F1-lastig. Also, das sieht schon mal richtig gut aus. Und das Ganze habe ich jetzt mittlerweile umgebaut auf Snowman Rig. Snowman Rig mit Tutti Frutti als Köderkombi. Und die, ja, die läuft tatsächlich ganz gut. Wenn du sagst, oha, Snowman Rig, Alden, really, really, really. Einfach Pop-Up Rig nehmen. Ganz basic Pop-Up und Pop-Up Maiskorn. Geht auch, habe ich auch am Anfang getestet, aber da waren mir auch einige bei, die ein bisschen kleiner waren. Und da habe ich gedacht, da muss man noch mal gucken, dass die so ein bisschen mehr in Wallung geraten hier, die F1 und ein bisschen größer werden. Jetzt bin ich natürlich gespannt, läuft das in der Nacht auch? Das wäre natürlich ganz nice, wenn man hier die ganze Nacht durchziehen kann. Und wenn man dann eben hier schön kontinuierlich dann damit auch noch, ja, am besten stundenlang den Kescher befüllen kann. Denn die bringen ja auch richtig gut Cash. Und ich will jetzt endlich die 100.000 voll machen. Ich habe gerade schon wieder einiges ausgegeben an Silber. Für verschiedene Boilies und Boilies crushen und Futtermische nochmal hergestellt und allem drum und dran. Und ja, jetzt hier mit der Futtermische lübt es ganz gut auch. Apropos Futtermische. Ich habe zwischendurch probiert ohne Futtermische. Ja, wie zu erwarten, Karpfenangeln ohne Futtermische ist halt nicht so eine gute Idee. Kann mal gehen, geht auch mal immer wieder mal so lala, aber halt richtig gut ist was anderes. Also ohne Futtermische nicht so ganz nice. Futtermische sollte man schon immer wieder mit reinwerfen. Gerade auch hier am Kupfersee. Ich meine, wenn man Level 29 plus ist, dann sollte man schon irgendwie auch Futtermische herstellen können beim Karpfenangeln. Wenn das alles noch ein bisschen schwierig ist, ich verlinke nochmal das Karpfenangel-Praxis-Tutorial für alle, die planlos sind. Wie baut man sein Set zusammen? Wie ist das mit dem Futter? Wie ist die Kombination zwischen Futter? Na klar! Zwischen Futter und Köder. Was muss man alles beachten? Dafür dann einfach nochmal in das Tutorial schauen. So, raus damit. Und dann gucken wir mal. Ja, also von der Position her gucken wir gleich auch mal rein. Als erstes, wie gesagt, also so im Großen und Ganzen bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Knapp eine Stunde jetzt hier am Rumtesten, aber eben auch viel am Umbauen und so weiter und am Machen. Jetzt mit der Köder-Kombi und in der Konstellation bin ich ganz zufrieden. Was ich gerade noch teste, sind die unterschiedlichen Dips. Es gibt zweierlei Tutti-Frutti-Dip. Welcher von den Dips ist der bessere? Also schauen wir mal eben kurz rein. Das erste Setup ist so aufgebaut. Einfach hier jetzt mit, wie gerade schon gesagt, Snowman Rig. Hat einfach den Vorteil,
extra für den Kupfersee habe ich Snowman Rig geskillt, weil hier nochmal besser die Soluble, die auflösenden Boilies in Kombination funktionieren. Das heißt, ich hätte gerne einen schönen auflösenden Boilie und vielleicht noch einen Boilie auftreibend. Aber wie gesagt, dieses Soluble ist halt schon so ein richtig schöner Kicker. Also die Kombi, das ist schon richtig nice. Und hier ist es jetzt quasi sinkender Boilie auflösend Tutti Frutti mit dem auftreibenden Maiskorn, den Snowman sozusagen dann damit zusammengebaut. Also oben die kleine Kugel, unten der dicke Bauch, wie so ein Schneemann. Und so ist das jetzt zusammengebaut. Tutti Frutti hier jetzt einmal von Matt Myers. Und das gleiche, da haben wir auch gerade Biss wieder drauf, ist dann hier einmal Helen Van Zandt Tutti Frutti. Auch eben hier die Konstellation, ne, mit den 15er. Also komplett hier auf 15er Tutti Frutti Soluble. Hier habe ich nochmal einen Zweierhaken groß gemacht. Und auf dem anderen Set einen einen Einserhaken. Sonst bin ich komplett mit Einserhaken unterwegs. Bisschen größer. Na, guck. Und ja, von der Stelle her hier 10 Meter weit raus. Und von der Map, man sieht es hier oben ganz schön, das ist der letzte Spot. Das ist auch die Stelle, die immer wieder ganz gut funktioniert fürs Schleienangeln. Also hier hatte ich auch meine Kwolsdorski-Schleie und so weiter. Genau diese Stelle. Wobei ich jetzt gerade im Vergleich zu gestern Abend, gestern hatte ich es ja auch probiert, gestern habe ich mehr so in die Richtung geworfen und jetzt werfe ich tatsächlich hier zu dem anderen Anleger rüber. Also nochmal hier optisch jetzt einmal hier, das ist der aktuelle Spot und sonst hatte ich gestern da mehr so rüber geworfen. Es ist natürlich jetzt so auf 10 Meter Clip, trotz allem sind das schon einige Meter dann da hinten. Doch nochmal ein etwas anderer Spot und auch da funktioniert es. Also es funktioniert in beiden Richtungen. Mein Plan war es natürlich zum einen erstmal zu testen, läuft es jetzt da in der Richtung? Also läuft es da? Ja, tut's. Aber es läuft auch da. Also man kann auch tatsächlich mehr hier zu diesem Rand hinwerfen. Ich wollte allerdings mehr in diesen Kantenbereich kommen, ne? Also um die 10 Meter weit raus. Das heißt, wir landen ja ungefähr, ja, ich würde sagen schon hier ungefähr in dieser Area. Also wir sind gar nicht so ganz weit von, ja, von diesem Bereich hier entfernt, ne? Wenn wir hier überlegen, ja, so ungefähr 22 Meter hier so ein Dingen. 23 Meter oder sowas waren das ja. Also dann passt das hier, glaube ich, ganz gut. Wenn wir dann hier mit 10 Meter in dieser Area sind, in der Nähe von so einer Kante, das passt halt immer. Ja, und es läuft und es läuft und es läuft. Mittleres Setup sieht so aus. Hier ist dann mal Tutti Frutti Rot mit drin. War auch zwischendurch immer wieder nice. Also ich kann momentan noch nicht wirklich sagen, Gelb läuft besser als Rot. Einfach selber mal testen, gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, was bei dir besser lief, ob Rot oder Gelb. Immer wieder wichtig. Dann wissen wir das dann später vielleicht, wenn mehrere es reinschreiben, haben wir da halt so von einer größeren Masse an Anglern einfach ein Feedback. Und das ist halt auch immer wichtig. Ja, genau, Futtermische gucken wir natürlich auch nochmal rein. Das ist die ganz klassische 100% beste. Es ist halt wirklich gut, wenn man Mais oder Pop-Up-Mais verwendet. Einfach auch Mais als Basis ist nicht schlecht. Dann nochmal so ein Maiskorn mit reingemischt. Auch das ist gar nicht so schlecht. Und dann komplett unterschiedliche, auch von diesen Feed-Pellets. Diese Tutti-Frutti-Feed-Pellets sind zwei verschiedene Firmen. Plus nochmal diesen Soluble Crushed Boilie. Auch das wieder mit drin. Das ist ähnlich wie bei der 100% Maismische. Mais-Sahne-Mische. Auch hier immer schön unterschiedliche Komponenten verwenden, damit man eben ein schön breites Spektrum auch irgendwie abdeckt. Auch wenn es groß oder grob jetzt hier alles Tutti Frutti ist, haben wir hier trotzdem eben eine richtig schöne Kombi und das läuft wirklich, wirklich gut. Also so in der Kombi passt das tipptopp. Genau. Einser Haken jetzt hier. Na, guck. Und auch ein bisschen was Größeres mit dabei. Schuppi, ne? Tatsache, Mann, ein Schuppi. So. Ich werfe jetzt gerade, man sieht es kaum. Da hinten ist so gerade noch zu sehen.
Ja, so gerade noch die Birke, die ist halt direkt an diesem Anleger. Und wie gesagt, sonst eben eher so hinten zu diesen Birken, in diesem Bereich. Und das teste ich dann danach. Oder sollte hier der Spot irgendwann mal müde werden und ich denke, boah, irgendwie ist die Frequenz nicht mehr so, dann zack, einfach hier ein paar Meter weiter rüber drehen. Und dann hat man schon wieder den 2,5 Meter Wirkradius von der Futtermische hat man dann verlassen. Man müsste wahrscheinlich einen anderen Spot haben. Ich gehe mal davon aus, dass die Spots vielleicht dann auch nicht so riesig sind hier. Aber dann landet man eben da in diesem Bereich, vielleicht in einer anderen Area und kann dann da einfach weitermachen. Ja, Cacher-mäßig, ich würde sagen, wir gucken natürlich gleich nochmal eben rein, was das Ganze denn bisher gebracht hat. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt, ne? Weil wir haben jetzt gleich schon wieder 4 Uhr und dann geht es bestimmt gleich wieder heiß her. Also von daher schnell mal reingucken. Kaffeeaufträge sind natürlich auch immer wieder drin. Alleine deswegen lohnt es sich, auf den F1 zu gehen. Aber auch cashmäßig, ne? Der Brocken ist halt an für sich immer ganz gut, ey. Und wenn die Frequenz stimmt, so wie jetzt hier. Na guck, Giebel und Karauschen. Ja, da arbeiten wir noch dran. Das sieht auch schon ganz gut aus. Schuppi verkaufen wir direkt. 24 Tacken extra. 24 Silber Bonus sozusagen. Und dann haben wir jetzt hier, ja, guck dir das an. Von 40, fast 40, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 25, 20, 20 und so weiter. Das ist ein geiler Fisch. So kann das gerne gehen. 500 noch was jetzt. Mit viel Testerei, noch nicht mal ganz eine Stunde. Und viel Rumprobiererei. Ja, kann man glaube ich machen. Ich denke mal so zwischen 5 und 700 sollten locker drinne sein. Zack, ich verkaufe schon mal. Also zwischen 5 und 700 safe drinne, aber auch mit Futtermische. Wie gesagt, der Test zwischendurch ohne Futtermische, da hat man direkt gemerkt, nicht so nice, ging sofort runter von der Frequenz. Da war dann auf einmal gar nichts mehr los. Also Futtermische muss sein. Von daher, zack, rein da ins Futtermische-Skillen. Und es geht direkt weiter. So soll das. Und jetzt teste ich jetzt hier noch ein bisschen weiter mit den verschiedenen Dips. Das ist halt immer die Frage, welcher Dip ist der bessere? Und welche Tutti Frutti Maisfarbe ist die bessere? Und wenn du da was rausgefunden hast, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, dann wissen wir alle irgendwann mehr. So. Attacke Vollgas. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Danke auch nochmal fürs Teilen im Discord an den Phoenix TV. Und ja, zieht raus die Brocken. Toi, 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 dass da vielleicht auch noch ein paar Trophys reingehen. Dann rasselt es natürlich nochmal richtig rein. Petri, bis zum nächsten Mal.